Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Retro Gamble. Ich spiele heute Days After, denn heute ist Donnerstag. Ist doch Donnerstag, oder? Ja, ich meine, es ist Donnerstag. Also, dann viel Spaß. Sind wir erstmal nehmen wir das. Cool, habe ich wieder eine Pistole gekriegt. Auch die Pistole, ne? Schau. Ne, die ist in der Tasche drin, ne? Genau, Pistole. Nice. Nice, nice, nice. Ob die mir heute hilft? Ja, doch, müsste eigentlich. Ich habe nämlich vor, erstmal jetzt meine Sachen zu nehmen. Ich muss mich erstmal ausrüsten. Ich habe gestern wieder gespielt. Ich habe mir. Warte mal, ein bisschen leiser hier. Die Musik ist laut. Ich habe gestern die Ressourcen gefarmt. Bei mir ist das immer bei dem Spiel. Ein Tag farm ich Ressourcen. So was ich immer alles brauche. Und den nächsten Tag kann ich dann erst Sachen machen. Wie die nächste Quest machen oder irgendwie sowas. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und das kommt dahin und das erstmal dahin. Meine Klamotten sind fast kaputt. Ich brauche einen Rucksack. Oh, ich hoffe, ich muss gleich noch ein paar Videos anschauen. Hosen habe ich. Eine fast zerstörte Hose. Soll ich die mitnehmen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall was zum Trinken. Und da habe ich mein Trinken da oben, weil ich möchte jetzt diese Quest fertig machen. Finde den Schatz im Vorgebirge. Vorgebirge war ich schon ein paar Mal, das ist nicht ganz. Oh, ich habe viel Trinken. Ist jetzt nicht ganz so extrem. So, aber bevor ich losgehe, werde ich mir erstmal kurz die Videos hier anschauen. Einmal den hier, dass ich einmal drehen kann. Und dann, wo war das andere? Obwohl, das kann ich auch machen, während ich dahin laufe. So. Was war hier noch? Okay. Okay. Und hier. Still dein Durst, das schaffe ich auf jeden Fall. Verwende Erste-Hilfe-Kit. Erste-Hilfe-Kit dreimal? Boah, ich glaube, ich habe nur ein Erste-Hilfe-Kit. Ja. Also, das wird schon mal nichts. Keule? Achso, ja, gerade die. Was ich von gestern noch gewonnen habe. Was für eine Quest war das noch? Beliebiges Essen. 20 Mal. Infiziertes Blut. 25 Mal. Suchen. Boah. Also das heißt ungefähr 25 Zombies gehen. Sogar ein paar mehr. Tropft ja nicht jeder das Blut. Gut, ich habe nämlich gestern die Brücke fertig gemacht. Die in einer Stunde, ein paar Minuten wird sie frei sein. Aber ich möchte dahin, im Vorgebirge. Also dann schaue ich mir ein Video an, wenn ich dahin laufe. 9 Sekunden? Na, egal. Bis gleich. Okay, wir sind hier drin. Ich habe da jetzt eine neue Methode, die ich mache. Ich schleiche mich immer so irgendwo ran. Geht da nicht bei jedem Zombie. Bei den einen Zombie, der so wütend wird, bei denen geht das nicht. Bei den Zombie wird das nicht gehen, weil wenn ich das bei dem mache, wird er wütend und ich bin dann zu langsam bei denen, um den einen runterzuhauen.
deswegen muss ich das bei denen mit Ansturm machen, wie immer. Ich brauche infiziertes Blut. 25 Mal infiziertes Blut. Ach, hier ist sogar noch eine Quest drin. 135 Zombies killen. Vorgebirge kennen wir ja schon, war ich ja schon ein paar Mal gewesen. Yeah, zweites infiziertes Blut. Wieder anschleichend. Ah, da ist der Schatz, den ich suchen muss. Jetzt einmal kurz was trinken. Ah, muss ich von unten kommen. Erstmal kill ich die ganzen Zombies wie immer. Das ist ja so meine Taktik, wie ich das immer mache. Ich laufe immer dreimal her. Ist dieses Schnellen, das ist richtig scheiße. Da muss ich schnell weglaufen. Schnell weglaufen, gleich stolpert der. Stolper endlich. Geht auch. Oder man macht es so. Infiziertes Blut. Jawohl. Drei. Schau auf 184. Machen wir es wieder. Schießen, weglaufen. Ach, die ist drin. Aber viel Sachen diesmal. Mein Bogen ist gleich kaputt. Los, stolper. Okay. Gut, dass ich die
Dingenskanone mitgenommen habe. Die Nagelkanone. Gebirge ist sowieso nicht so schwer. Das hat hier nur zwei Sterne und auch schon mal weg. Da habe ich noch den Wolf und drei Zombies hier. Vier, das ist ja noch einer. Hier oben muss der Wolf sein. Erstmal ein Reh. Dummes Reh, warum bist du rausgefallen? So. Humpelt meiner? Was sieht so, so komisch aus? Tak, 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 tak. Oh, ein Hund. Komm her. Komm her. Bleib stehen. Sitz. Dankeschön. Da ist der Wolf. Am Reh dran. Ja, geschafft. Ich war doch noch gar nicht an der Kuhlinie. Mensch. Mayong. Mayong. So, jetzt sind noch die zwei Zombies verlassen. Ne? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, drei oder zwei. Ah, drei, doch drei. So, Juri war das? Wo ist der? War. Stimmt, Juri war. Drei noch. Okay, jetzt haben wir alle Zombies hier gekillt, die es hier gibt. Ich will jetzt einmal abfarmen. Derzeit kriege ich mein Kaffee. Das gleich bist du voll. Danach werde ich alle Truhen noch einmal durchflitzen, schauen, ob da was drin ist, was ich schon in der Tasche habe, zum Stapeln, damit ich halt nicht mehr so viel beim zweiten Mal aufsammeln muss. Und da ist zum Beispiel nichts drin. Fertig, zack. Hier ist auch nichts mit Pistole. Nice. War es Pistole oder war es nur ein Teil von der Pistole? Naja, ist ja egal. Oh, okay.
Okay. Ausgraben. Also ging ja ganz leicht jetzt gerade hier. Fand ich zumindest. Keine Schwierigkeit gehabt. Nicht gestorben, nicht viel Lebensenergie verloren. Aber ist halt auch 2 Sterne. So, was? Ich hole einmal kurz mein Hotehü. Der Hund darf mitfahren und ich werde hier was kann man nicht stapeln? Warte, hier war Pistole, ne? Ach, das war ein Teil von Pistole. Das kann man nicht stapeln. Nur war das mit. Gut. Es wurden nicht alle Schätze gesammelt. Ich komme gleich wieder. Bis gleich. Okay, ich bin wieder hier. Jetzt kommt das Übliche wie immer. Einmal alles abfahren. Warte mal, ich habe Hunger. Ich habe alles dort gelassen. Bis auf die 3 Sachen hier. Ich hoffe, das reicht. Das Essen. Immer wenn ich bei 19 ankomme, futter ich. Ne, das reicht nicht. Naja, ich habe jetzt zumindest auch hier ein paar Bären auf dieser Map, die ich auch noch essen kann. Die geben zwar immer nur 3 Futter, also was nennt man das? Futter, Hunger, Magen. Halt, ein bisschen langweilig jetzt das Abfahren. Deswegen nehme ich das ja auch gar nicht mehr auf. Ich mache meistens nur noch das Einnehmen alles. Achso, die Quest habe ich schon abgeschlossen. Jetzt muss ich die Mine besuchen als nächstes. Aber vorher werde ich erstmal wieder was fahren. Das werde ich dann am Montag machen. Erstmal in der Mine rein. Ah ne, zweitmal. Ich war schon mal. Bin aber nicht weit gekommen. Oh, vergessen. Muss ja noch Futter. Nimm den Kürbis mit. Mensch, da ist ein Kürbis. Da, Kürbis. Hammer kaputt. Okay. Hammer kaputt. Kürbis 1 da. Ach, Futter war gleich mal. Und weiter geht's. Jetzt habe ich den Bären. Ach, Mist. Jetzt habe ich nichts mehr.
kein Futter mehr. Ich darf nicht auf Null kommen. Zwei kann ich abbauen, den dritten muss ich unterbrechen. So, jetzt brauche ich Essen. So, mal nochmal. Vielleicht war hier in der Truhe nochmal Essen drin. Oh ja. Schau mal in der Truhe auch gleich nochmal nach. Das ist kein Essen, das ist nur gegen die Radioaktivität. Oder gegen die Infizierung war es, glaube ich. Fleisch ist dafür benutzend. Das finde ich auch immer ein bisschen doof, wenn ich den zweiten Kürbis aufsammle, der geht dann nicht in meine Hand rein. Aber war wichtig, die beiden Fleischstücke zu essen. Sonst wäre ich ja nichts mehr zu sammeln. Ah. Das war alles. Sonst wäre ich ja so weit gar nicht gekommen. Weg ist er. Ah. Ich muss gleich nochmal hierher. Nur wegen ein paar Sachen. Die, komm schon mal her. Ich gebe dir den Stack, der ist schon voll. Gut, dann. Mal kurz nachschauen. Hier noch eine Wasserflasche irgendwo. Ich glaube Wasserflasche, ja, aber eine volle nur. So. Ich glaube, das war es jetzt. Die ist leer. Die auch. Die war auch leer. Gut, dann wieder zurück, den Rest einsammeln. Dann bis gleich. Aufs Well. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt die Basis. Hat sich nichts geändert. Irgendwie ändert sich bei mir hier gar nichts mehr in der Basis. Und ich zeige euch, wie weit ich hier so bin. Wie meine Vorgangsweise ist. Wie ich alles erweitern werde immer. Das habt ihr ja schon mal gesehen. Also ich fange hier oben an. Schau ich erstmal nach, kann ich hier was reingeben? Ja. Kann ich hier was erweitern? Und das geht so die ganze Zeit vom Lied. Stürzt dann gleich ab. Nee. Der einzige ist bei denen hier, den fülle ich nicht auf.
Weil das Fleisch brauche ich immer für die Tiere. Wie ihr gesehen habt, ist es mir schon passiert. Habe ich aufgefüllt. Nein! Genau. Oh, schön. Ich habe das Buch gekriegt. Gar nicht mitgekriegt. Was da jetzt bei mir in der Tasche gerade drin war. Schwarz. Ich hoffe, bei euch war das Bild gerade nicht schwarz. Ja, wenn ihr habt ihr nichts verpasst. Das war ja nur eine Sekunde. So. Hat sich bei dir nachgeschaut. Da ging nichts, gar nichts. Das war halt gerade ein leichter Run durch den Vorgebirge. Habe ich hier noch was zu abgehen? Auch nichts. Habe ich schon gehört. Da wäre noch was. Habe ich auch nicht. Und jetzt werde ich halt die Sachen dahin packen, wo ich die her habe. Hier hole ich mal Bretter und Holz, packe ich hier rein. Das Leder packe ich hier rein. Den Schrott, den packe ich hier rein. Weil der ist für meinen Barren ganz wichtig. Die Steine packe ich hier rein, weil ja hier mein, wer ist das? Schmied, Steinmetztisch, genau. Da mein Steinmetztisch ist und dann suche ich mir hier irgendwo was, wo ich die anderen Sachen auch reinpacken kann. Übrigens, das Futter brauche ich auch nicht mehr. Pistolenzubehör und die Kürbisse, welche immer noch welche übrig habe. Packe ich hier hinten rein. Hier ist Kürbis und Gras drin. Gras und Kürbis, deswegen da rein. Gut. Und dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich werde noch einmal zur Polizei gehen. Schauen, ob ich da was mir abholen kann. Und dann werde ich die restlichen Sachen davon. Von dem Vorgebirge abholen. Aber es wird jetzt, ja, wir können einmal zur Polizei gehen. Das ist ja auch gleich auf dem Weg. Da, zack, können wir hin. Schauen, was es hier für schöne Sachen gibt und auf welchem Platz ich vielleicht noch bin. Bin Platz nicht gelistet. Zack. 1. Oh, da fehlt mir noch. Das fehlt mir auch noch. Ich muss wieder dies Abwurfstelle machen, aber ich habe keinen Dynamit. Keine Fackel. So eins. Na gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nächstes Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.